mittlerweile. Wir haben da natürlich aufgehört, wie immer. Machen wir direkt mal weiter. Ich war gerade auf dem Weg zur nächsten Hauptquest. Lang. Ja, schon stimmt. Da habe ich gar nichts gesagt. Aus. Ich habe mich mal in den Höhlen verirrt. Ich brauchte einen halben Tag, um rauszufinden. Ich hatte so angehüpft, dass er direkt. Kankra kann uns helfen, Saurons Heer zu schwächen. Sie nutzt die Wahrheit, um ihre Lügen zu weben. Oh, das verrät das. Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen, damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion. Sieh durch meine Augen. Ihr Untergang kommt von innen. In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Halt, leuchtender Herr! Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Ein Häuptling schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch den Boten. Da, seht ihr, die dunkle Herrin betet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf und seht zu, was sie tun. Dumme Waldläufer, nicht da lang!
Das stimmt. Seht, der Weinläufer! Ich bin ein Schwarm! Schrei für mich! Raus da und finde dich! Nimm da! Die Kleinen stechen zu, aber sie töten nicht. Ein tiefer, tiefer Schlaf. Sie kommen zurück, wenn niemand hinsieht. Da, das ist der Bote. Folgt ihm und er führt euch zu seinem Meister. Ab jetzt gehen wir allein. Versteck dich, Gollum. Was? Dafür wurdest du vom Häuptling degradiert? Absoluter Schrack. Aus dem Weg! Ich habe Wichtiges zu tun. Ich treffe den Menschenbrecher. Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für ihn. Ich war dir nicht im Weg. Und wenn du sowas Wichtiges zu tun hast, warum hältst du dann an und prahlst vor mir damit herum? Beweg dich, du Made! Ich habe wichtige Neuigkeiten für den Häuptling. Hab gerade den Bleichhautverräter getroffen. Ich soll dem Anführer was ausrichten. Halte lieber deine Klappe und beweg dich. Der Menschenbrecher wird dich häuten, wenn du es jedem erzählst. Gut. Welche Männer? Gut abgemacht. Nein. Ey. Let's rock! Und du bist wohl hier, weil ich diesen kleinen Überläufer in Minas Ithil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Bin dabei! Halte dein Gesicht! Mann, du! Ich töte dich! Klein. Zeit für einen Schlag, Prügel.
Blöd! Grabwandler! Zerschmetter dich! Erlebe Dunkelheit! Der verdammte Bogenheidis, Alter! Diese die scheiß Dinger! Das werde ich genießen. Du kleiner Pisser, Alter, da könnte ich das schwer so reinhauen. Selbst mit den Gondoranern an deiner Seite fällst du. Das ist kein gutes Zeichen für Minas Ithil. Das sind ja auch die Bogenheilis, die mich jetzt fertig gemacht haben. Erst loswerden. Problem ist, da war jetzt nichts in der Gegend, was ich hätte in die Luft jagen können oder sowas. Hoffentlich muss ich das mit dem Hinterherlaufen jetzt nicht mehr machen, sonst ich jetzt direkt am Tor bin und kann gegen den kämpfen. Und du bist wohl hier, weil ich diesen kleinen Überläufer in Minas Ithil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Bogenheide, ist das der Problem? Mann, Talion! Na, kommt Saul hoch? Los. Hab ich dann. Ja. Nichts für frische Luft zum den Krog. Oder sein Kopf! Ich hasse Wolf! Nein, hab ich auch vergessen, mein Gott! Oh Mann, wieso brenn ich denn jetzt? Der Narr ist kein Gegner! Eine Lebensenergie! Ja! Ah!
Eso ya fue. Meine Geduld auf die Probe, doch bald wirst du geprüft werden. Schlaps. Oh, mein Erfolg. 15 Punkte nur. Das ist das Werk des Hexenkönigs. Er verhöhnt uns. Wir müssen meinen Ring zurückholen. Das werden wir. Doch zuerst kümmern wir uns um den Verräter in Minas Ithil. Talion, grausamer Rächer, blutdürstiger Mörder, schlachtet alle Orkse, schneidet ihre Köpfe ab, zermatscht ihre Gehirne, zermalmt ihre Gesichter. Er hat seinen Nutzen. Was? Auch. Mit meinem Ring hätte ich das verhindern können. Wir müssen ihn zurückholen. Das werden wir. Aber erst müssen wir uns um den Verräter in Minas Ithil kümmern. Achso, ich muss jetzt zurück. Das heißt, ich muss. Ja, glaube ich, aber das nicht. Wenn es nach mir ginge, würde ich bloß nachts rausgehen. Verfluchte Sonne.
Punkte für mich. Den erwische ich noch früh genug. Was ist da los? Etwas ist da, das ist sicher. Ja. Und die habe ich doch schon. Ja, weil man die ja wiederholen kann, falls man die verkackt hat. Deswegen. Oh, offen habe ich nicht schon alle Sachen. Natürlich, ja, nice. Sonne. Aufgeht. Weichen. Nicht von der vor der Morgenröte. Nicht von der Morgenröte. Schiert. Warte. Helle Herrscher, flammende Feuer herbeitrug. Die Sonne geht auf. Och. Na, aufgeben müssen die schon. Ist nicht. Ja, das ist richtig. Der kann das, was blau leuchtet, das ist richtig.
Das passt nicht. Ist klar, geht nicht an. Nicht vor der Morgenröte Feuer. Mir passt der ganze Satz nicht. Fackeln ahnte nie. Ich also mit dieser Muss ich doch irgendwas sagen? Nein! Ich habe es einfach drauf. Wenn die Sonne aufgeht, müssen die Schatten weichen. Sie fliehen in Furcht vor der Morgenröte. Die Nacht ahnte nie, wie schnell ihr Ende nahte, als der helle Herrscher flammende Fackeln herbeitrug. Die Sonne geht auf, ja, doch scheint sie vom Westen her. Marschiert immerfort nach Osten, immerfort voran, hell, immerfort. Kriege ich das denn jetzt zweimal? Sind die doof? Verschiedene Attribute oder was? Nennt mir Schaden von verbündeten Bestien. Das ist das, was ich jetzt anhabe. So erhöht dann die Giftschaden bei Feindung 17%. Er da rekrutiere ein Bestienmeisterstufe. Lautgewinn von 0. Pro Tötung 6 Fokus. Ja, ist das, was ich vom Gegner vorhin erhalten habe, aber auch stärker. Ich weiß aber trotzdem. Ja. Euch Raubvogel für euch Drachenreiter für dahin. Ich musste mir auch das Etriel oder sowas. Stufe 69, also hat er mich
Das Tirith, ja cool, ist also auch hier. Auch noch, ja nice. Sie haben wohl eine Wache. Der Hexenkönig wird versuchen, uns zu schwächen. Er wird versuchen, uns rauszulocken. Die Uruks haben einen Boten geschickt. Wir können den Mündern Saurons nicht trauen. Die Orks, es werden immer und immer mehr. Sie bereiten einen neuen Angriff vor. Dein Vater ist seit der letzten Schlacht verschwunden. Ich werde nach ihm suchen lassen. Was für ein Werk ist das? Der Hexenkönig ist gekommen, um mit uns zu verhandeln. Die Klinge meines Vaters! Meine Orks haben euren General. Schickt mir den Weitläufer vom Schwarzen Tor. Möge er durch die Hand meines Champions sterben. Im Gegenzug bleibt euer Anführer verschont. Weigert ihr euch, wird alles Lebende leiden. Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott. Wir dürfen nicht zulassen,
Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Töte ihn nur nicht zu schnell. Viel von ihrem Champion zu halten. Und eins ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl. Willkommen in der Arena, Menschlein. Die Menge fordert ein blutiges Spektakel. Und du wirst es ihnen bieten. Okay. Muss wehtun. Was hast du gehofft zu erreichen? Wenn es mehr ist als nur dein Tod, dann wirst du enttäuscht sein. Frage! Wo bist du hin? Ich steh lieber in Deckung! Schild auf den Bett! Ich habe den dunklen Herrscher enttäuscht. Doch sein Vorhaben bleibt bestehen. Er hat Pläne für deine Stadt, Menschenschwein. Und er hat Pläne für dich. Du hast gut gekämpft. Zu gut. Idril braucht mehr Zeit. Soll ich für sie tanzen? Nun, wenn du es so nennen willst. Ich kam in diese Arena, um gegen Saurons Recken anzutreten. Ich warte immer noch! Du hast dich mit dem falschen Uruk angelegt, mein Freund. Na los, schnapp ihn dir! Menschenabschaum! Ich liebe einen guten Grubenkampf! Lagerung war auch nicht schlecht. Ich freue mich schon wieder darauf. Doch glaub nicht, dass du jetzt nicht leiden musst. Gura. Was anfällig für Schleichangriffe. Nur bei einem Treffer mit einer Jetzt Schaden durch Fernangriffe. Schaden durch Feuer. Er war gar nicht in der Nähe. Oh!
Hexe ist der Ebola gegenstimmt. Ja, Pisser! Da lag kein Platz. Das ist die nächste Schar. Immer wieder eine neue Schar. Habe ich die Ehre, dich zu vernichten. Besonders Schütze, das gefällt mir gar nicht. Prag. Berittene Bestien. Ich will Hinrichtung anfangen. Schaden durch Feuer anfangen. Schön bleiben. Doch. Ich spiele dieses Spiel ja gern, aber ich hoffe, es ist schnell vorbei, damit ich in Ruhe die Stadt plündern kann. Trank. Teufel, kränklich. Was anfällig für Bestien. Furcht vor Hinrichtung.
Bahn durch den Rüstung einschalten. Also auch leicht. Ey! Shit, mich einfach anzugreifen, Alter. Eine Infozone. Nach all unserem Hacken und Hechten. Haben wir uns gerade schon unterhalten, mein Freund? Und Manövern tanzen wir unseren letzten Tanz. Ah, tanzen. Vor einem begeisterten Publikum. Ein schöner Abschluss unserer gemeinsamen Zeit. Axt. Versuch mal hier! Nimm das! Das ist nicht... Ey, ey! Ein Rad ab! Ja. Ich hab... Verdammt nochmal! Ich hab die falsche Taste. Was ist los hier? Sag mir, wie es sich anfühlt, bevor du mich tötest! Ich habe meinen Teil der Vereinbarung erfüllt. Und euer Champion hat es auch getan. Für den Kampf gegen diesen erbärmlichen Feind versprach der dunkle Herr Gnade. Richtet euren Blick nun auf den hellen Herrscher. Ich zeige keine Gnade. Lauft! Lauft! Lauft zu eurem Meister und richtet ihm dies aus. Ich komme ihn holen! Ja. Robin. Irgendwie kann man es auch nicht. Ja, noch einfacher gehabt. Hoffen wir, dass Idril ihren Vater gefunden hat. Der Palanti ist es. Oh, guck. Oh.
was zählt. Er darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Halt hier. Das war's mit der sechsten Folge von Mittelerde Shuttle des Krieges. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haltet die Ohren steif. Also bleibt dran. Ciao.